aber ich habe auch diese ganzen Fertiggerichte hier, habe ich kalt gegessen. Du hast die Fertiggerichte ja, kalt gegessen? Ja, ich habe die gegessen. Ich habe mir eine Gallensteckküche geklaut. Und weil der Magen gesagt hat, ich möchte voll werden. Willensschwach, faul. Übergewichtige Menschen werden häufig verurteilt, oft sogar beschimpft. Aber was, wenn Essen gar nicht mehr mit dem Willen kontrolliert werden kann? Ich habe mir halt meinen Schutzpanzer angefressen und mache damit immer was weg. Oh ja, die Erdbeere riecht. Man überdeckt, man übertüncht mit dem Essen. Man kann immer noch dem Übergewichtigen eine reinhauen, wenn man es bei den anderen schon aus Political Correctness Gründen nicht mehr kann. Wer hat schon was zu trinken, Zeit für euch? Ich hätte gerne ein Wasser, bitte, mit Kohlensäure. Ja. Ich hätte gerne irgendeine Saftschorle. Das ist Laura. Wir treffen uns in ihrem Lieblingscafé am Biggesee in NRW. Sie hat uns geschrieben, weil sie in der Binge-Eating-Störung leidet. Das ist die häufigste aller Essstörungen und trotzdem kaum bekannt. Circa 800.000 Menschen in Deutschland haben die Krankheit. Viele wissen es gar nicht. Vor der Kamera essen möchte Laura nicht. Also gehen wir lieber eine Runde spazieren. Okay. Klar ist Essen wichtig, mir auch. Aber bei Laura hat es lange Zeit fast das ganze Leben bestimmt. Mit 16 hat sie in ihrem Tagebuch das hier geschrieben. Ich habe einfach keine Kraft mehr, so weiterzuleben, wie ich zurzeit lebe. Und ich habe immer wieder Rückfälle und Fressattacken. Wenn ich so weiterlebe, sterbe ich mit 40. Warum möchte ich mich so verstümmeln? Pathetisch, wie wir dastehen? Vielleicht. Aber das ist mir egal. Erst durch ihr Tagebuch habe ich begriffen, wie hilflos sie sich gefühlt haben muss. Binge Eating Disorder ist eine Essstörung, in der man ganz große Mengen an Essen in kürzester Zeit zu sich nimmt. Bei mir waren es mehrere tausend Kalorien, die ich dann bei einer Fressattacke gegessen habe. Binge bedeutet Gelage, wie ein Trinkgelage. Übersetzt, übermäßig viel. Essen hat mein komplettes Leben bestimmt. Ich habe im Essen irgendwie was gefunden, was ich anders nicht hätte finden können. Also ich hatte irgendwie das Gefühl wie bei anderen, wenn sie Drogen nehmen oder wenn sie das Gefühl von Geborgenheit in dem Moment. Und das hat mir einfach das Essen gegeben, auch wenn ich da nicht wirklich was geschmeckt habe. Also ich habe immer gemerkt, dass es eine Fressattacke ist, wenn ich so nach dem vierten, fünften Bissen, wenn es mir da nicht mehr geschmeckt hat. Als ob ich eine Marionette gewesen wäre, die von dem Puppenspieler gesteuert worden wäre und quasi in das Geschäft geleitet worden wäre, um mir dann das Essen zu kaufen. Zum ersten Mal hörte Laura von der Binge-Eating-Störung in ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin und wusste sofort, das habe ich. Mit viel Infomaterial bekam sie ihre Essanfälle alleine in den Griff. Wir haben viel überlegt, wie wir das zeigen können, die Massen, die Laura gegessen hat während ihren Anfällen. Und dann hat sie uns vorgeschlagen, wir könnten in den Supermarkt gehen, einen, wo sie auch früher selbst eingekauft hat. Für mich ist der Wocheneinkauf langweilige Routine. Nicht für Laura. Der Supermarkt war für sie lange ein gefährlicher Ort. Hier haben viele ihre Heißhungerattacken angefangen oder aufgehört. Du bist hier vor Mittagessen hingekommen? Ja. Nach der Schule? Ja. Hast dann gekauft? Mal, damit ich das verstehen kann, dann habe ich mir zum Beispiel diesen Nudelsalat geholt. Mhm. Dann habe ich mir diese zwei Stücke Fleisch geholt. Mhm. Dann habe ich mir noch so ein Eimerchen Pudding geholt. Und das konnte ich dann halt auch in einem essen. Alles natürlich vor dem Mittagessen. Also das Kräuterbaguette habe ich zum Beispiel nie gegessen. Ich hätte es immer unglaublich gerne gegessen. Aber das muss man sich ja in den Backofen schieben. Und so schmeckt es halt nicht. Aber ich habe auch diese ganzen Fertiggerichte hier habe ich kalt gegessen. Du hast die Fertiggerichte ja, kalt gegessen? Ja, ich habe die gegessen. Ich habe mir eine Gabel aus der Küche geklaut. Und dann habe ich mir das oben in meinem Zimmer dann gegessen. Solche Fertiggerichte komplett ohne warm machen? Ja. Du hast hier, keine Ahnung, Hacksteak mit Kartoffelpüree ja. aufgemacht aus dem Kühlregal und dann, ja. und dann gegessen? Ja. Ohne das aufwärmen. Einfach nur, um quasi ja. Sachen in den Magen reinzubekommen, weil der Magen gesagt hat, ich möchte voll werden. Mhm. Ich bin echt verwirrt. Kaltes Hacksteak, ungekochte Gnocchi direkt aus der Packung, das ist für niemanden Genuss. Diese extremen Essattacken, oder du nennst die Fressattacken. Ja, Fressattacken. Warum? Aber Fressen machen Tiere. Ja, aber ich finde, das ist kein Essen. Also das, was ich gemacht habe, hat das Wort Essen nicht verdient, sondern man kann schon sagen Fressen. Weil ich habe ja nichts gegessen, ich habe nicht mit Genuss gegessen, ich habe einfach nur gefressen. Also einfach nur, dass ich alles in möglichst kurzer Zeit in mich hineinschaufeln kann. Auch jetzt muss ich Laura immer noch genau kontrollieren. Ja. Also ich muss mein Essen komplett durchplanen. Ich muss am Vortag planen, was ich am nächsten Tag alles esse und wie viel ich esse, damit ich
irgendwie klarkomme. Wie ist das jetzt gerade mit dem Einkaufen? Ist das, machst du jetzt Wocheneinkauf? Geht das? Oder wie ist Nein, jetzt gerade dein Einkaufsverhalten? Ich kann keinen Wocheneinkauf machen. Ich gehe 2-3 Mal am Tag, wenn es hochkommt, einkaufen. Mhm. Weil ich mir immer nur das kaufe, was ich gerade brauche. Also, und wenn ich zu viel Fleisch zum Beispiel habe, dann friere ich das ein und haue das dann auf, wenn ich es gerade brauche. Damit ich eben nicht mal eben schnell das Fleisch kochen kann. Laura ist immer noch übergewichtig, ja, aber das wichtigste Ziel hat sie schon erreicht. Sie bestimmt wieder selbst über ihr Leben. Du hast es im Griff, super gut. Und seit wann ist das circa? Ich schätze mal, seit 2 bis 3 Jahren habe ich das jetzt so weitestgehend im Griff, dass ich mich selbst auch kontrollieren kann, dass ich nicht mehr weiter zugenommen habe, dass ich gefühlt dass die Kontrolle über mein Essen und mich habe. Und du hast 20 Kilo abgenommen? Ja. Super. Hier oben ist das integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum Adipositas-Erkrankungen untergebracht. Hier, das ist die Uniklinik in Leipzig. Und das ist Professor Dr. Anja Hilbert. Sie ist Deutschlands Koryphäe für die Binge-Eating-Störung und war eine der ersten Forscherinnen überhaupt, die sich intensiv mit der Krankheit auseinandergesetzt hat. Also ich habe gehört, dass die Binge-Eating-Störung, dass das eigentlich die verbreiteste der Essstörung ist. Warum kam das so spät? Warum wird sich da so viel weniger beschäftigt mit? Na, es war zwar bekannt, aber ich denke, das hängt damit zusammen, dass man die Binge-Eating-Störung zunächst einmal gleichgesetzt hat mit der Adipositas, also Fettleibigkeit. Es ist aber eine psychische Störung, die eine Überlappung mit Adipositas hat, aber auch darüber hinausgeht, auch Normalgewichtige betreffen kann. Es ist also etwas anderes. Ich denke, die meisten von uns kennen es, auf dem Sofa zu liegen und YouTube zu schauen und dabei in die Chipstüte zu greifen. Und man hat das Gefühl, man kann das nicht so richtig kontrollieren. Das ist nicht einfach gemeint. Es ist wirklich ein stärkeres Ausmaß an Kontrollverlust. Und wenn das wiederkehrend auftritt, also Essanfälle immer wieder auftreten, dann ist eigentlich eine erhöhte Gewichtszunahme vorprogrammiert. Und können Sie das näher, also ist das dann quasi wie eine Sucht? Ist das dann richtig, dass man einen richtigen Suchtdruck hat zum Essen? Ja, die Betreffenden beschreiben es so, dass sie das Gefühl haben, sie sind süchtig nach Essen, sie können nicht anders. Egal, was sie sich vornehmen, egal, wie vernünftig sie versuchen zu essen, also zum Beispiel auch dann anfangen, auch Diät zu halten, Frühstück auszulassen, egal, was sie tun, sie müssen, sie haben einfach mal oder erleiden diese Essanfälle, ne, haben einfach keine Kontrolle drüber. Ob es jetzt eine Sucht ist oder nicht, darüber streiten die Wissenschaftler, kann ich Ihnen sagen. Häufig beginnt die Krankheit schon in der Kindheit. So war es auch bei Laura. Ich denke, mit 4 Jahren in etwa habe ich angefangen, ein Essen-Fehlverhalten bzw. ja, ein falsches Essverhalten oder kein normales Essverhalten zu entwickeln. Und dann erinnere ich mich einfach immer bruchstückartig an Ereignisse in der Kindheit, wie ich zum Beispiel, meine Mutter hat vorgekocht für meinen Vater und dann habe ich das komplette Essen bis auf eine Tortellini aufgegessen. Bis auf eine Tortellini, weil ich mit 5, 6 Jahren dachte, das würde halt nicht auffallen. Und das war das erste Mal, beziehungsweise so eines der frühesten Ereignisse, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich heimlich angefangen habe zu essen. Ja, meine Eltern werden es wohl irgendwo mitbekommen haben, aber die waren natürlich auch ratlos, warum das Kind immer dicker wird, obwohl es eigentlich normale Portionen am Tisch ist. Essattacken sind mehr als nur Heißhunger. Sie haben auch körperliche Konsequenzen. Ja, also ich habe ganz zittrige Knie bekommen, meine Stimme wurde ganz zittrig. Meine Gedanken haben sich nur noch ums Essen gekreist. Und ich, alles wurde weich. Also ich habe das Gefühl, ich bestand nur noch aus Pudding, aus Wackelpudding. Und dann bin ich dann konnte ich mich überhaupt nicht mehr kontrollieren. Das war für mich das Zeichen, da findet jetzt ein Kontrollverlust statt. Und ja, dann war es eigentlich schon zu spät. Also wenn es soweit war, war es früher in der Regel eigentlich schon zu spät. Da konnte ich mich überhaupt nicht mehr kontrollieren. Also dick sein ist das Symptom und die Krankheit ist Esssucht. Genau. Okay. Laura hat ihre Krankheit mittlerweile im Griff. Astrid hat diesen Weg noch vor sich. Darf ich fragen, wie alt du bist? Sie habe ich über Professor Hilbert kennengelernt. Es war gar nicht so leicht, eine Person zu finden, die noch in Therapie ist und bereit ist, sich filmen zu lassen. Und jetzt habe ich eigentlich stetig zugenommen und bin jetzt eigentlich auf meinem Höchstmaß. Man kann es ruhig sagen, ich bin jetzt bei 135 Kilo und jetzt hoffe ich, dass ich so mit der Hilfe von Therapien doch das wieder in Angriff nehmen kann. Die gute Nachricht ist eben auch, sie kann auch behandelt werden, geheilt werden mit
Nicht bei allen, aber bei vielen. Also etwa 50% der Patienten, die eine kognitive Verhaltenstherapie aufsuchen, sind vollständig symptomfrei. Ich darf bei 2 Therapiesitzungen von Astrid mit dabei sein. Ausnahmsweise. Es geht darum, dass ich Sie anleite, dieses Nahrungsmittel genau zu betrachten und zu beschreiben, dran zu riechen und dran zu schmecken, ohne das zu essen. Denn wenn wir es essen, dann können wir das Heißhungergefühl nicht mehr genau erfassen. Diese Therapieform heißt Nahrungskonfrontation. Essen anschauen, beschreiben, riechen. Immer wieder. Klingt erstmal ganz simpel, erzeugt bei Astrid aber richtig Druck. Gut, dann würde ich Sie erst einmal bitten, anzuschauen, eins von diesen Teilchen, und mir zu beschreiben, was Sie sehen. Also sehr, sehr gut aufgegangenen Blätterteig mit ganz viel Puderzucker bestreut. Innen drin eine sehr leckere Vanillecreme-Füllung. Und darauf zum Anteil von Obst sehr leckere Himbeeren, eine Heidelbeere und eine geteilte Erdbeere. Sehr gut beschrieben. Ihr Heißhunger oder Ihr Appetit von 0 bis 100, wo ist der im Moment? Also das würde ich sehr gerne schon jetzt essen wollen. Ich würde schon sagen, also eine 70 ist es definitiv schon. Besonders wichtig ist, die Patientin muss komplett satt sein. Sonst funktioniert die Therapie nicht. Wenn Sie es jetzt in die Hand nehmen und einmal dran riechen, was riechen Sie? Klar, das Teilchen sieht super aus. Ich hatte auch total Hunger. Aber die Kontrolle verlieren? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Himbeeren sind auch sehr fruchtig. Ja. Oh ja, die Erdbeere. Die Erdbeeren riechen auch. Sehr gut. Und wenn Sie Ihren Appetit jetzt einschätzen würden, wo liegt der etwa? Naja, jetzt würde ich sagen, ist er ein bisschen gestiegen. Ja. Ja. Sagen wir mal so gegen 85. Ja, tragen Sie es ruhig einfach daneben ein. Und jetzt würde ich Sie bitten, einmal so ein bisschen davon zu kosten. Also nicht richtig abbeißen, nur so, um es zu schmecken. Okay. Was schmecken Sie? Vanillecreme, Puderzucker. Von den Früchten leider noch nichts. Da müsste man tatsächlich richtig abbeißen. Also kann man es sehr. Ja, genau. Sehr gut. Wie ist denn Ihr Appetit darauf jetzt? Na, definitiv nicht runtergegangen. Ja. Ich würde sagen, in Mühe, mehr als 100 geht es sowieso nicht, aber ich würde sagen, so, wenn sie jetzt rausgehen würde, würde ich es tatsächlich wahrscheinlich essen. Das macht Astrid jetzt fast eine Dreiviertelstunde lang. Ja. Erst hat sie riesigen Appetit, aber irgendwann stellt sich Gewöhnung ein. Ja. Ziel der Sitzung? Astrid soll keine Lust mehr auf das Teilchen haben. Laut Professor Hilbert klappt das immer. Hallo. Hallo, Herr Huber. Hallo. Astrid nimmt auch bei einer Studie zu einer ganz neuen Therapie vom Teil, dem Neurofeedback. Elektroden am Kopf messen Astrids Hirnströme und ich kann live am Bildschirm verfolgen, was eine Essattacke in Astrids Gehirn auslöst. Anschließend werde ich Ihnen immer abwechselnd zunächst Bilder präsentieren, so wie dieses hier. Und Sie sollen sich dann diese Bilder, diese Nahrungsmittel möglichst lebhaft vorstellen. Das heißt, Sie können sich überlegen, wie das jetzt riechen würde, wie sich das im Mund anfühlen würde, wie sich der Geschmack so langsam verbreitet, wenn Sie anfangen zu kauen. Wichtig ist hier der linke Balken. Der zeigt, wie sehr Astrid gerade auf das Stück Torte vor ihrer Nase abfährt. Sobald Astrid die Karte nicht mehr sieht, soll sie versuchen, ihr Verlangen irgendwie zu bekämpfen. Dazu singt sie Lieder in ihren Gedanken. Sehe ja auch noch als Patientin drin. Und prompt geht der Balken runter. Die Störung kann erblich bedingt sein. Häufig liegen die Gründe aber auch in der Vergangenheit der Patienten. Warum mauert man sich denn so ein? Warum nimmt man denn so viele Lebensmittel zu sich? Vor was will man sich denn schützen? Und da gibt es halt alles, wie gesagt, psychologische Ursachen, halt bei mir aus der Kindheit geprägt. Ich habe mir halt meinen Schutzpanzer angefressen. Das Essen ist ja im Prinzip nur ein Verdrängen der
Das schreist nach Liebe, das schreist nach Aufmerksamkeit oder halt anderen halt. Man macht damit immer was weg. Man überdeckt, man übertüncht mit dem Essen. Ja. Professor Hilbert erzählt mir, dass alle ihre Patienten enorm mit Stigmatisierung und Hänseleien zu kämpfen haben. Für die Heilungschancen ist das pures Gift. Also man kann immer noch dem Übergewichtigen eine reinhauen, ne? Wenn man es bei den anderen schon aus Political Correctness Gründen nicht mehr kann. Wir wissen zum Beispiel aus einigen wenigen Studien, dass Menschen besser abnehmen können, wenn sie sich selber annehmen können, wenn sie also nicht abgewertet werden. Das heißt, Fatshaming funktioniert nicht nur nicht, sondern es ist kontraproduktiv. Ist absolut kontraproduktiv. Das heißt, wenn man das Gegenteil macht, ist die Chance auf Heilung viel höher. Richtig. Manche Patienten berichten das auch, wenn sie versuchen, sich körperlich stärker zu betätigen, also zum Beispiel joggen gehen, dass sie dann halt komisch angeguckt werden. Das heißt, man kann nichts richtig machen. Wenn man isst, wird man blöd angeguckt. Wenn man Sport macht, wird man blöd angeguckt. Genau. Genau. Und man kriegt einfach immer nur eine drauf. Ja. Laura hat sich gegen die Krankheit und auch gegen blöde Kommentare durchgesetzt. Ganz ohne Therapie. Letzten Herbst hat sie angefangen, soziale Arbeit in Darmstadt zu studieren. Ihre Heimat und vor allem den Karneval zurückzulassen, ist ihr nicht leicht gefallen. In den letzten Jahren hat sie dort die allerkleinsten Tänzerinnen das Mini-Ballett trainiert. Bei ihrer Verabschiedung durften wir dabei sein. Improvisierte Kostüme inklusive. Weil unsere liebe Laura das Mini-Ballett verlässt. In ihrer eigenen Kindheit hatte Laura viel zu kämpfen. Ich habe sie gefragt, was sie sich damals gerne selbst gesagt hätte. Was du jetzt weißt? Dass sie nicht selbst daran schuld ist, dass sie so übergewichtig ist. Und dass sie selbst nicht daran schuld ist, dass sie so viel Essen zu sich nimmt, ohne es kontrollieren zu können. Sondern dass es einfach eine Krankheit ist. Eine Krankheit wie jede andere somatische Krankheit auch, nur halt eben eine psychische Erkrankung. Und ich würde ihr einfach sagen, dass es alles besser wird mit der Zeit. Astrid und Laura haben beide gesagt, sie wollen ihre Geschichte erzählen, um anderen Mut zu machen. Zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass man die Krankheit besiegen kann. Und was habe ich gelernt? Außer, dass Karneval im Sauerland wirklich super ist. Dass wir häufiger mal versuchen sollten, hinter die Fassade zu schauen, bevor wir uns ein Urteil bilden. Laura hat mir gesagt, sie will nicht in Watte gepackt werden. Zuhören und da sein, wenn es schwierig wird, aber bitte keine gut gemeinten Ratschläge. Man könne doch über alles reden. Für mich hört sich das nach einem guten Rezept an. Das war unser Film über die Binge-Eating-Disorder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit der Krankheit gemacht? Habt ihr irgendwelche Fragen? Schreibt es in die Kommentare. Und es gibt noch einen anderen Film, den ich euch ans Herz legen kann über eine andere bekannte Essstörung. Den findet ihr hier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.